Am Freitag wurden im Bundestag die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, hat die Ampelkoalition die Maßnahmen verschärft. Zu Beginn der Sitzung hält Karl Lauterbach seine erste Rede als neuer Gesundheitsminister und wird überraschend emotional. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Diese Bundesregierung hat sich viel vorgenommen, aber das oberste Ziel ist für uns der Schutz der Bevölkerung in dieser Gesundheitskrise. Wir werden daher alles tun, um diese Krise so schnell wie möglich zu beenden. Und wir werden dafür auch eng mit den konstruktiv gewählten Teilen der Opposition zusammenarbeiten. Wir haben daher viele Vorschläge der Opposition auch aufgegriffen. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch schon herzlich bedanken. Diese Pandemie ist eine Aufgabe für uns alle. Das ist keine Gelegenheit für Parteipolitik. Gesundheitsminister Lauterbach setzt dafür auf ein parteiübergreifendes Miteinander und will dafür eng mit der Opposition zusammenarbeiten. Der SPD-Politiker bleibt bei seiner Rede überraschend energisch. Das ist auch ein Ziel, was wir jetzt ermöglichen müssen. Wir müssen es schaffen, dass wir so erfolgreich sind, dass zumindest das Weihnachtsfest und die Reisen zu den Menschen, die wir lieben, nicht nur stattfinden kann, sondern sicher stattfinden kann. Dafür werden wir kämpfen. Man soll ja nicht sagen, wir schaffen das. Das soll man ja nicht sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass wir das schaffen werden. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen an uns glauben und wir müssen uns einander vertrauen. Vielen Dank.